Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Malink Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell im Dark Palace im obersten Stockwerk. Stockwerk 1 müsste komplett abgeschlossen sein. Also hier Parterre, ne, müsste fertig sein. Deswegen, ich würde hier mal reinstarten und gucken mal, wie weit wir kommen. Zack, wir drehen uns hier erstmal um. Was macht er hier? Ich baller den erstmal weg. Tschüss. Au. Was eine Explosion. Okay, wir checken hier mal die Räume ab. Huh. Okay. Achso, die Tür ist zu. Aber kann ich nicht einfach wieder rausgehen? Kann ich nicht einfach... Ich kann einfach den machen, okay. Dann sollten wir vielleicht möglichst schnell da oben eine Bombe hinwerfen, oder? Und hat die Lampe auch noch irgendeinen Sinn? Nö. Okay. Dann hätte sich das auch schon gegessen. Okay. Es ist very dangerous und dunkel. Und wir haben wieder Geister. Hä? Was ist denn hier los? So, warte. Was ist passiert? Alter, was? Okay, hier haben wir eine Fackel. Oh, ist das nervig. Okay, wir haben hier überall diese Plattformen, mit denen wir nach oben kommen können. Und wir müssen hier, glaube ich, überall Licht anmachen. Das sieht für mich so aus. Ich erinnere mich, das ist auch dieser Raum, wo es eigentlich einen Mastererz gibt, ne? Irgendwie so war das doch. Pass auf. Machen wir es mal so. Shit, die Bomben sind doch ein bisschen zu groß mittlerweile. Aber wir kriegen Herzchen, okay. So, dann mache ich hier mal Licht an, dann müsste das nach unten strahlen. Und vielleicht irgendwas bezwecken da unten. Maybe. So, hier haben wir auch noch eins. Das mache ich auch noch an. Und ich glaube, das können wir einmal... Okay, das hat irgendwas gebracht. Das können wir einmal ringsrum machen. Und hier müssen wir, glaube ich, auch noch rein. Dann müssen wir aber einen Schalter aktivieren. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten macht. Einfach hier runterwerfen vielleicht? Geht das dann rein? Nee, okay. Da ist jetzt einfach nur die Plattform hochgefahren. Und irgendwo müsste es aber noch einen Schalter geben, der quasi diesen Bereich von der Maske dreht. Ich frage mich nur gerade, welcher Schalter das ist. Ah, okay. Siehst du, der Schalter ist das. Das heißt, das ist unsere Karte da rein. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen tricksen. Und zwar so. So. Ja, muss schneller sein. Muss schneller sein. Theoretisch kann man das ja auch mit dem Bogen aktivieren, oder? Ja. Okay. Wird ein bisschen eklig, aber das kriegen wir hin. So, pass auf. Zack. Bogen. Verdammt, das war knapp. Das war echt knapp. Oder wir können vielleicht... Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Wenn wir einfach von hier die Bombe rüberwerfen. Hätte das gereicht? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist der Geist erstmal weg. Das ist doch schön. Fackel. Wir machen uns erstmal wieder ein bisschen Licht. Zack. Okay, wie macht man das am besten? Ich glaube... Zack. Pfeile.
Okay, wir haben's. Yo, geil. Yes. Ah, nur ein Mai-Mai, schade. Genau, hier ist, glaube ich, im Original ein Master Herz drin. Das war auch so ein bisschen tricky, das zu machen. Aber geht eigentlich klar. Weiß auch nicht, ob das die richtige Methode jetzt so ist, die ich jetzt mache. Oder ob es da jetzt, keine Ahnung, eine bessere Methode gibt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ich das jetzt ja falsch gemacht habe oder wie auch immer. So, ich würde jetzt drüben nochmal das Licht aktivieren. So. Da komme ich ja auch nicht hin. Wo komme ich denn da hin? Da sind überall diese Fenster im Weg. Kann ich da einfach eine Bombe hochwerfen? Geht das womöglich? Ja, das geht. Okay. Alles klar. Gut, dann haben wir erstmal alle Lichter aktiviert. Müssten hier eigentlich erstmal soweit fertig sein. Würde ich sagen, wir gehen mal hier nach oben. Und schauen uns diesen Raum nochmal an. Aber es scheint derselbe Raum zu sein. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ja. Ist einfach der direkt selbe Raum. Aber macht der Schalter was anderes? Ne, ich glaube nicht. Geht auch einfach nur die Tür auf. Okay, dann ist das hier eigentlich nichts anderes. Gut, dann können wir uns hier nochmal droppen lassen. Und dann ist hier Etage 2 abgeschlossen. Dann würde ich sagen, können wir auch in den Keller gehen als nächstes. Gut. Die Fackel. Zack. Bam. Ah, okay. Hier geht es auch direkt noch weiter runter. Hier auf die Etage müsste nichts mehr sein, theoretisch. Wir gehen mal ganz runter. Okay, waren wir auch schon mal kurz, ne? Ja. Hier waren wir auch schon mal ganz kurz. Zack. Bam. Au. Da war ein unsichtbarer Geist. Und hier rechts waren wir auch schon einmal kurz und haben uns was geholt. Keine Ahnung. Okay, wir gehen erstmal links weiter, würde ich sagen. Ah, jetzt sind hier wieder unsichtbare Wände. Warte mal, wie mache ich das aus mit dem Windstab am besten, ne? Genau. So hier könnte ich durch. Das ist auch so eklig, ne? Kannst du zwar die unsichtbaren Wände sehen, aber sonst siehst du halt nicht viel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier irgendwelche Schatzkisten gibt. Gibt es hier eine Schatzkiste? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, du siehst ja nicht mal, ob es hier eine Fackel gibt. Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Da gibt es eine Schatzkiste. Ja, nice. Das war jetzt aber auch mehr Glück. Als Verstand. Ja, hier ist die einzige Fackel, ne? Ah, cool, der Kompass. Sehr schön, den brauche ich. Okay, da haben wir noch eine Schatzkiste. Warum ist da noch eine Schatzkiste? Menno. Aber okay. Da ist auch eine Fackel, ne? Aber ist auch egal. Wir brauchen keine Fackel. Wir brauchen einfach nur den Ausgang finden. Aber jetzt bin ich erpicht darauf, dass wir nochmal rausgehen. Und nochmal in die obere Etage. Ha. Könnt ihr hoffentlich verstehen, dass ich das nochmal machen muss. Denn ich muss diese Schatzkiste finden. Und der Kompass hilft uns dabei. Ja, aber dann gehe ich nicht mal diesen Weg, oder? Der war irgendwie leichter. Also was heißt leichter, aber... Ah ne, warte mal. Ich glaube doch, der Weg ist leichter. Weil... Auf der anderen Seite scheinen die ja von hier... scheinen die von vorne zu kommen. Die Dinger.
Okay, wie machen wir uns... Ja, so bestimmt nicht. Wie machen wir uns hier die Schatzkiste ready? Vielleicht alle Fackeln oder so anzünden? Haben wir denn mehrere? Ich meine, Licht haben wir jetzt aktiviert. Die Geister haben wir auch, glaube ich, alle besiegt. Hallo? Ich habe hier drei Pfeile, die ich verschieße und alle gehen daneben. Ist ja der Wahnsinn. Okay, Fackel ist auch an. Oder halt alle... Ach nee, da ist er doch. Hä? Da muss ich... Ah, okay. Ah, die war sehr unsichtbar. Okay, die habe ich nicht gesehen. Gut, noch ein Mai-Mai. Also die war gut getarnt, die Schatzkiste. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Alles klaro. So, schnell, 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 schnell. Scheiße. Ja gut, ich kann eigentlich auch einfach an der Wand lang gehen, ne? Warum mir die Mühe machen? So. Dann brauchen wir hier wieder Bomben. Zack. Und erstmal Schluck Kaffee, würde ich sagen. Energie, Leute. Energie. Das brauche ich. So, dann wieder runter in die Etage. Wir eiern nochmal schnell durch, würde ich sagen. So, hier gibt es auch noch eine Schatzkiste. Also nicht hier, sondern da unten. Okay. Und da haben wir jetzt schon zwei Augen angezündet. Und da ist noch ein drittes. Oh, gehen wir doch mal direkt hier rein. Was haben wir denn hier? Oh Mann. Wieder ganz viele unsichtbare Sachen. Oh, dieses Wechseln, ne? Ich will endlich diese extra Tasche haben. Ah, okay, ich verstehe. Hier muss ich Bomben werfen. Und Schalter aktivieren. Da ist schon praktisch, dass man die größere Bombe hat, ne? Oh, noch eine fette Schatzkiste, was? Krass. Ja gut, muss ja hier nichts heißen, ne? Leider nicht. So. Hallo? Alter, wir haben aber auch hier einen richtigen Mai-Mai-Run. Wahnsinn. Okay, an Schatzkisten war es das jetzt erstmal. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie hinbekommen, dass wir hier das ganze Licht organisieren, ne? Hier haben wir das ja alles. Ich gehe trotzdem nochmal in den Raum rein. Einfach mal gucken, was hier noch ist. Natürlich ein Bosskampf. Ich muss die mir jetzt alle hier runterholen, oder wie? Tschö. Hehe. Ah, ich brauche das, glaube ich, um hier drüben dann weiterzukommen, ne? Also war auf jeden Fall nicht falsch, dass wir das gemacht haben. Ein Monsterherz nehmen wir noch mit. Okay. Ich hoffe, dann sind jetzt alle Voraussetzungen erfüllt, dass wir gleich zum Boss können. Also, ja, ich denke mal, der Weg hier ist wichtig für uns. Vielleicht muss ich auch wieder... Manchmal muss ich das Licht wieder ausmachen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich hasse das ja, wenn es so richtig dunkel ist. Das nervt mich ja. So, hier haben wir jetzt einen Schalter. Zack. Okay. Ja. Und nu? Jetzt muss ich irgendwie das letzte noch anmachen. So, dann mache ich hier jetzt mal kurz die Lampe an. Und dann gucke ich mir nochmal an, wie wir das letzte Ding entzünden oder anmachen. Wo muss denn da das Licht herkommen?
Habe ich in der ersten Etage vielleicht irgendwas vergessen, wo ich noch ein Licht entzünden hätte müssen? Das ist gerade so das Einzige, was mir noch einfällt. Dass ich da vielleicht was vergessen habe, was ich hätte sprengen müssen, weil hier fällt irgendwie aktuell kein weiteres Licht. Ich geh mal kurz gucken. Erste Etage. Boah. Hab ich da was vergessen zu sprengen? Ich frag für einen Freund. So, wenn du müsstest eigentlich... direkt hier irgendwo sein, oder? Wenn ich mir das jetzt so anguck... Nee, weiter... Nee, im Vorraum. In dem Raum müsste es sein. Ah, guck mal. Hier. Aha. Wir sprengen gleich alles weg hier. So. Ist das jetzt so richtig? Also ich finde, das passt halt gerade sehr gut. Boah, wie dunkel, warum? Alter. Das ist halt wirklich eklig. Und wenn du da kein Schwert hast, ist es noch viel ekliger. Aua. Hilfe. Okay. Checken wir das nochmal aus. Aber ich denke, wir haben's. Hat doch länger gedauert, als ich dachte, der Dungeon jetzt. Wo war der Durchgang? Wo? Hä? Hä? Hier war doch irgendwo der Durchgang. So habe ich auch mal mit Licht gemacht. Yay, wir haben's. Okay, nice. Dann, Leute, macht euch bereit für den Bossfight. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. So, zack. Ein paar Herzchen einsacken. Was haben wir hier noch? Bisschen Geld. Rein da. Hallo. Ah, ich muss Licht machen, ne? Ah, okay, ich sehe schon. Okay, wie war das? Bomben? Aua. Bomben sehen schon mal gut aus. Einfach drauf da, voll die Rubinechse hier. Okay. Macht sie jetzt Licht aus oder was macht sie? Boah, wie viel Geld, ey. Money, 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 money. Auch wenn wir das, glaube ich, nicht mehr brauchen. Okay. Jetzt wird's dunkel. Boah, wie cool. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Okay, ich mach's Licht wieder an. Ah! Alter, was? Nee. Lass mal. Krasses Vieh, ey. So, und dann... Ruf da. Braucht ihr wieder alles aus, hä? Nee, noch nicht. Alter. Wie der abgeht. Ist ja voll gruselig. Aber der passt ja richtig gut in den Tempel rein, ey. Boah, ich wünschte, ich hätte ein Schwert, ne? Das würde mich so freuen. Hallo. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich glaube, jetzt hätte ich eigentlich auch mit dem Schwert draufhauen können, aber... Ja, da ich keins hab, geht das halt nicht, ne? Alter Falter. Okay. Ein Porträt. Das war jetzt... Das ist sie hier. Und das ist Dark Palace. Das passt gut. Ne, das... Ja, das passt so. Okay, was kriegen wir hier? 100 Rubine.
Ich fühl mich jetzt eigentlich nicht so lucky, aber okay. Manno. Nicht mal das Herz kriege ich. Zack. Und zack. Okay, und was kriegen wir von ihr? Ne, es ist ja das Bild, ne? Oder kriegen wir von ihr jetzt auch noch was? Ich bin verwirrt. Hallo? Ich glaube, von ihr kriegen wir nichts mehr, ne? Okay, wir haben 3 Waisen befreit, Leute. Ich bin richtig happy. Cool. Weiter geht's. Jo, damit kann eigentlich der Part auch schon enden. Ich würde sagen, das war doch sehr erfolgreich, ne? Dungeon ist komplett abgeschlossen. Wir haben leider kein cooles Item bekommen. Das Schwert ist immer noch vermisst irgendwo. Alles etwas tragisch, sag ich mal. So. Ich speichere mal. So, was kann man als nächstes angehen? Ich überlege mal kurz. Wir könnten halt in den Sumpf gehen. Wir könnten aber auch den Wassertempel angehen, also den Sumpftempel. Der ist ja, glaube ich, auch... Ah, nee, warte mal. In der Lichtwelt haben wir noch einen Tempel. Mit dem Enterhaken und so. Den könnten wir auch machen. Ich glaube, das ist ein guter Guess. Ja, ich glaube, das will ich machen. Okay, pass auf. Wir gehen mal ganz kurz zu Links Haus. Oder Wagans Haus. Von mir aus auch. So. Und gehen hier mal ganz kurz in die Lichtwelt. Aber nice. Wir haben wieder ein Dungeon abgeschlossen. Läuft doch gar nicht mal so schlecht, oder? 4 Dungeons haben wir jetzt schon. Und ich hätte gesagt... Wir können doch jetzt in den da... Oder hier rein, oder? Ah, ne, ist auch in der Schattenwelt. Hier können wir gar nicht rein, aber in der Schattenwelt können wir rein. Da habe ich mich gerade... Habe ich mich hier gerade geirrt? Von dem? Wartet mal kurz. Ich gehe nochmal kurz in die Schattenwelt. Oder war ich jetzt... Bin ich jetzt gedanklich falsch? Nee, hier können wir doch... Swamp Palace, genau. Da gehen wir jetzt rein. Als nächstes, würde ich sagen. Ich glaube, das ist gut. Genau. Ja, mit dem Enterhaken müssten wir hier weiterkommen. Frage ist, wollen wir den Enterhaken vorher noch upgraden? Wie viele Mimeis haben wir aktuell, um das zu machen? Ja, okay. 18 haben wir noch. 18 Mimeis haben wir. Ergibt das Sinn? Wir müssten noch eins finden eigentlich, ne, damit wir noch 2 Waffen upgraden können. Ja, wollen wir den Enterhaken upgraden jetzt für den Dungeon oder schaffen wir das auch ohne? Schaffen wir auch ohne, oder? Ich denke schon. Wir probieren es mal. Alles klar, das war im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Link Between Worlds Randomizer. Tschüssi.